Servus, grüß euch, herzlich willkommen dir, Sammy, zum Start, meine Freunde. Heute wieder in Assassin's Creed Odyssey, meine Freunde. So, wir sind doch bei dieser Mission, wo wir die Banditen töten müssen. Wir sind erst Level 2, meine Freunde. Jetzt durch, Jetzt müssen wir darauf aufpassen, weil der Typ ist da. Natürlich. Der Legionär ist da natürlich in dieser Basis. Das sind jetzt überhaupt nicht gefreut, meine Freunde. Bin ich One-Shot, meine Freunde. Der ist weg. Meine Freunde, der ist weg. Das ist ein Stapel. Der patrouilliert da so. Bisschen spannender müssen wir das machen. Sucht nach uns. Spüre es. Müssen da weiterziehen. Level 5 ist noch zu hoch, meine Freunde. Ich sollte etwas Holz als Beweis mitnehmen. Der Alten wird mein Wort nicht genügen. Haha, wenn man das ganze toll kriegt. Wer ist denn er? Achso, Icarus. Level 5. Dann weg. Pfeile haben wir. Und back. Reingelatzt, deine Freunde. So. Oha, Icarus! Du geiler Hund, du! Jetzt kriegen wir! Hör da nicht zu! So. Das haben wir jetzt, meine Freunde. So, dann können wir uns ein bisschen durchs Gebirge noch ein bisschen. Holzerone und so. Ein Krescherone, meine Freunde. Wie schaut es eigentlich mit Level aus, meine Freunde? Schaut es eigentlich mit Level. Oh, da. Dauert noch ein bisschen. Aber was haben wir was Neues gekriegt, oder? Nein, haben wir nichts gekriegt.
Wir schauen's mit. Na, nicht gut. Level 2. Teamkriege, Attentatschaden. Attentat. Kriegerschaden, das ist gut. Was haben wir da? Krieger. Was haben wir da? Attentat. Was haben wir denn da für? Phoboskin. Ah. Und Schuhe. Attentatschaden. Sehr gut. Und bei Bogen? Jägerschaden. Ja gut. Jägerschaden, mein Freund. Sollen wir den doch? Beutel doch so. Sperr. Ist Käferlos. Geil. Und da brauchen wir, was haben wir da? Aha, mega nice. Was, dann muss ich gerade nicht einmal da so alles durchaktivieren. Dann müssen wir so. Sehr gut. Wunderbar. War ein bisschen langweilig, aber es hilft ja nichts, meine Freunde. Wie im letzten Video schon gesagt. Ich werde jetzt ein bisschen ausgesehen zocken. Und ein bisschen farmen etc. Dass wir das nicht immer so nahtlos in den Übergang haben. Dass wir ein bisschen mehr schneller vorankommen, meine Freunde. So, gut zusammen. Nein, es ist falsch. Grandios geil aus, meine Freunde. Es schaut grandios geil aus. Er schaut hammermäßig aus, meine Freunde. Hammermäßig. Hammer. So, da ist jetzt Trustella. Oh, Marcos Gehilfe. Du hast hoffentlich mein Holz, Holz dabei. Gehilfe? Wohl kaum. Ich meine Marcos starker Arm. Wie dumm von mir. Das sollte die Zeit überbrücken, bis der Rest des Holzes hier ankommt. Bei den Göttern. Arbeitest du wirklich mit Marcos? Er hat noch nie ein Versprechen gehalten. Unglaublich. Ich arbeite vielleicht mit ihm, aber wir sind uns nicht sehr ähnlich. Ich halte mein Wort. Dann nimm das Geld und gib Marcos nichts ab. Mit 130 Drachen kriegt meine Freunde. 130 Drachen. Cool, mit der noch ein Rina, das ist ein Händler. Oh, tut eh nichts. Haben wir doch. Ah, Waffenständer. Immer untersuchen, meine Freunde. Waffenständer. Das ist mein Pferd, oder? Das kann ich stehlen, oder? Stellen! So. Das ist die nächste Quest, oder? So kann man die nächste Quest jetzt gleich durch, oder? Stufe 3. Grafitalos ist natürlich noch zu Ding. Also müssen wir direkt hingehen zur Tafel. Gibt's noch eine Tafel, meine Freunde? Aus dem Weg, ich bin Assassin. Ich frage mich, ob wir diesen Ort ohne Schlägerei verlassen werden. Wem mache ich was vor? Sami wird sich nie ändern. So, da haben wir da noch so eine Tafel. Wir kommen da noch so eine Söldnerarbeit. Da gehen wir ein bisschen Drachen und ein bisschen XP, meine Freunde. Das damals, das ist ganz klar. Da können wir jetzt da in die Quest, nein. So, genau. Ich schaffe 2 Wolfsfälle. Okay, das ist cool. Oh, schon Wolfsfälle. Du findest solche Fälle wohl am ehesten an den Körpern der Wölfe. Das ist so geil! Das war Wölfe suchen, meine Freunde. Wölfe. Yippie! Das ist ja geil. Ich bin wieder durch den Wald. Durch den Wald hieben. So, man kann nicht schauen, ob wir noch Pfeile herstellen können. Also mal schauen im Inventar. Ich ja. Aber wir haben 40 mit dem Automat. Das ist geil. Ressourcen kosten ein Holz, alles das geht. Wie viel Holz haben wir? 25 ist jetzt auch nicht die Welt, aber für den Anfang ist es vielleicht gar nicht einmal so leicht. Wir brauchen 2 Wolfsfälle.
Wölfe, wo seid ihr? Chup, chup, chup. Jetzt die Praxen sind ja da. Ah, doch, eben. Komm, greif an. Sehr gut. Leben wir also im Wald, im Dickicht, oder wie sagt man da so in der Graslandschaft des Waldes, oder? Was ist da drunter? Ein Wolferone, meine Freunde? Lass mal schauen. Lass mal schauen, meine Freunde. Hilf ein paar. Sehr gut. Aber er hechtet schon, gell, als wenn er jetzt gar nicht da ein Bachtel schick weggekracht hat. Wow. Was ist los? Was? Zack, abgelatzt. Zack, abgelatzt. Wow, das ist ja viel geiler, als wir kriegen. Komm, gönn mir. Was ist da hier? Ah, da oben. Das sieht doch geil aus. Gehen wir da zuerst rauf, meine Freunde. Was einfach geil ist. Was ist denn das da? Was ist denn das da? Ort synchronisieren. Das schaut hammergeil aus. Hammergeil. Ich glaube, auf die Statue kann man auf. Wenn man nicht das täuscht. Wo die Stinkelfüße weg, oder? Von den Stinkelfüßen weg. Yippie! Auf geht's, meine Freunde! Jawohl! Mit dem Rücken rauf. Geil! Boah, zum Aufpassen, gell? Boah! Alter Falter! Haha! Ikarus! Flieg und Sieg! Halt den Mondstein fest! Hammergeil, meine Freunde, hammergeil. Oder aus dem Traum kurz zwei, drei Schiffe die Runde, meine Freunde. Da auch noch ein Schiff. Kannst du bei Schnellreise dorthin reisen. Und du verbesserst damit auch Ikarus Fähigkeit. Ah, das ist ja geil. Sind Level 3, meine Freunde. Level 3. Sei dabei mit Level 3, meine Freunde. Hammergeil, meine Freunde. Hammergeil. Neue Grabur freigeschaltet. Hammergeil. Jetzt hat. Können wir da runterspringen oder? Oder wie geht das? Ich glaube nicht, oder? Wo? Yippie! Wow! Hammergeil. Und da gibt's schon was essen, oder? Was gibt's denn da? Alles keine Goldschätze, nix. Schwach! Ja! Also die frische Tastung. Hopp, Schlitzerone, meine Freunde. Ziel erreicht. Haha, dass das Bergrennen gewonnen, das war die Belohnung. Ein Schlitzerwix und weg. Verstehst du, Schlitzerritz und weg. Ob es da noch Schätze gibt oder was? Was ich da, wenn sie unten da so nicht die Leute bewegen und so, ist schon geil. Machen wir einfach so. Das hat schon was. Das können wir natürlich da so. Zack!
Dann können wir da runter. Boah, das hat weh durch. Boah, geht weg. Sehr gut, und wo ist so das andere Tier? Du hast den Augen verloren. Du hupst aus den Augen. Ja, komm her! Oh, was? Nein, das war's nicht. Hab's verloren. Mal ein bisschen farmen. Yippie! Sprich mit Markus. Alles brauchen. Ich will jetzt nicht mit Markus sprechen. Ich will jetzt dann nur schauen. Ich glaube, das Viech habe ich jetzt verrissen. Ja, da gibt es noch Beute. Ah, das war da rüben. Okay. Aber das erste. Oh, was? Wir wollen doch unsere Beute nicht aus den Augen verlieren, meine Freunde. Lass mal das erste Ding abgeben. Also, ich bin voll gehypt für den Spiel, meine Freunde. Oh, mal geil. Oh, das ist noch ein Liefenbaum. Noch ein Hilfenbaum, ja. Schätze. So, jetzt schauen wir mal, ob da Waffen schon. Was ist denn das da? Eine Stehlen. Mein Waffenständer ist noch nicht aufgefüllt. Oh. Das ist Phoebe. Weg ist er. So. Das Spiel ganz geil. Ich hätte wissen müssen, dass du es bist, der die Fälle will, Ilos. Und ich hätte wissen müssen, dass du sie mir besorgen kannst. Das Alexios erfüllt jeden Auftrag. Sag's nicht Markus, sonst wird er eifersüchtig. Ich benutze den Aushang, damit alle eine Chance haben, aber du bist immer so eifrig. Wozu brauchst du die Fälle diesmal? Die Athener brauchen Rüstung für den Krieg. Guter Schutz für sie, gute Betrachtungen für mich. Hier sind sie, es fehlt kein einziges. Und das in Rekordzeit. Nimm dein Geld, du hast es verdient. Halt dich aus Ärger raus. Das solltest du besser auch. Du hast deine Geldprobleme mit Markus geklärt, oder? Aber logisch. Siehst du. Das ist das serbische ja, Brot. Ich hatte mal noch einmal ganz schnell schauen, meine Freunde, seltener. Das ist er.
Das ist schon wieder Hund. Aber auch zu Recht. Ist ein starker Kämpfer. Muss man akzeptieren. Jetzt schauen wir, ob es da noch eine Questel gibt. Jetzt schauen wir schnell zum Schmied. Schnell was wegstellen, meine Freunde. Ah, du suchst etwas. Können wir mal schauen. Das muss verbessern. Ist gerade, das kostet 208. Was sind da? Das kann ich nicht. Jetzt kann ich verbessern. Ja, ein Bug kann der verbessern. Von 13 auf 28 SP. Aber gar nicht schlecht. So, kaufe meine Freunde. Was kann man denn kaufen? Da war gar nichts. Phobos kriegen 8000. Da hat sie mich Obsidian-Glas gebracht. 20 für ein Felsbrocken-Ziel. Ja, das ist gut. Wenn wir den verkaufen, meine Freunde. Nicht wert. 36, aber wenn ich es zerlegen würde, meine Freunde. Ich kriege wesentlich mehr, was ich brauche. Und da Schaden brauche ich nicht, meine Freunde. Zerlege. Ja, ist das? Ist das Tunika? Zerlegen, meine Freunde. Stufe. Muss ich noch schauen. Oder muss ich noch schauen. Alles bitte kann ich verkaufen. Wolfsfälle, benutze Tontafel. Ist das so? Ist geil. So, dann müssen wir zuerst einmal schauen. Was wir anziehen können, meine Freunde. Eine Fähigkeit haben wir auch noch, genau. Gibt es noch 6er Sinn, Jägerfähigkeit. Halte gedrückt, um auf das Ziel zu zielen. Gezielte Pfeile lassen, aber kannst du richten 150% Jägerschaden. Das ist aber ein besserer Schuss. Verwüster Schuss. Schussfolge. Rauteschuss. Schwierig, schwierig. Meditieren kannst. Fokus herbeirufen. Aha. Synchronisiere 24 weitere Ausgangspunkte. Attentat. Todessprung. Pfeifen. Waffenknecht. Okay, das ist geil. Was haben wir denn da, meine Freunde? Schatten hat die Daten vergiftet, denke ich. Machen wir den jetzt eigentlich. Mach 98 Gigaschaden. Wir machen 98 Gigaschaden. Das ist schon geil. Das ist schon so. Das ist sehr schwierig. Aber Daten kriegt es wahrscheinlich auch ganz geil. Dazu mal lassen jetzt die Fähigkeitsbuch. So. Jetzt gehen wir noch schnell zu der Tafel da, meine Freunde. So. Andale! Da ist näher. Ist eliminieren. Das ist rein so zufälligerweise dort gestanden, meine Freunde. Rein zufälligerweise ist der dort gestanden. Was soll ich machen? Ich muss ja einfach eliminieren. Was haben wir denn da noch für Fähigkeiten? Ein Punkt. Wir probieren dann mal 6er Sinn. So, dann haben wir das. So, dann haben wir. Auge im Auge. Das ist die Level 3er Quest. Ah,
So, was wird denn da hier? Auf. Du bist ein Erdorf. Du bist ein Erdorf hergefressen. Mächtiger Kephalos, ich flehe dich an. Schicke uns einen Kämpfer. Jemanden, der deines Speeres würdig ist. Hilf uns. Hilf deiner Priesterin in der Stunde der Not. Der Not. Ich bin der Einzige hier, aber vielleicht kann ich helfen. Oh, Alexius. Bitte Kindles. Warum bittest du um einen Kämpfer? Ich brauche jemanden, der würdig ist, den Speer des Kephalos zu gewinnen. Ich habe einige Inschriften im Heiligtum entziffert. Sie sagen, der Speer wurde in den Höhlen unter Kephalenia versteckt, als der Tempel errichtet wurde. Du könntest ihn mir holen, oder? Ich kann dich auch bezahlen. Ist das der Speer, nach dem du suchst? Das ist er. Oh, den Göttern sei Dank, du hast ihn. Betrachte ihn als Spende für den Tempel. Was? Keine Belohnung? Oh, Alexios, ich stehe in deiner Schuld. Wenn mein Tempel dir oder deinen Freunden jemals behilflich sein kann, schick sie her. Ich werde es nicht vergessen. Ja, für so eine Leute musst du immer ein bisschen was, was sagt man da, fürs allgemein Wohltun, fürs, was sagt man da, ich weiß jetzt nicht, fürs Allgemeinwohl. Mastibu? Was schreit auf der Mann? Na, was soll's? Oder auch beten, Leute? Sogar mal einer, was betet. Egal, was soll das machen? Was soll das machen, mein Freund? So hilft, persönlich, psychisch, physisch, etc. Und soll das machen, meine Freunde? Alles schon gut aus. Yippie! Nix noch Löwenbäumchen. Da haben wir bekommen. Was ist denn da noch? Da bin ich noch einer, was, ja? Wie lief es mit Marcos? Wie es immer läuft. Ich habe mein Geld nicht bekommen und erledige seine Aufträge. Warum lässt du dich von ihm rumschubsen? Ich schulde ihm noch etwas. Von früher. Oh, hast du dir Drachmen geliehen? Nicht diese Art Schuld. Nur wenige würden einen Ausreißer aufnehmen, den sie beim Stehlen erwischt haben. Ich war noch ein Kind. Ah, ich bin nur ein Kind und ich sorge ganz gut für mich selbst. Was willst du, Phoebe? Kennst du Kausos? Die Stadt auf der anderen Seite der Insel? Warum? Die Leute dort sind krank. Meine Freundin Kina auch. Sie leiden an einem Brennfieber. Man sagt, es sei ein Fluch und nur die Götter könnten sie retten. Wie gesagt, ich bin kein Gott. Aber Ikaros... ist ein Vogel. Das heißt nicht, dass du nicht helfen kannst. Ah, na schön. Ich sehe es mir an. Wir können dafür einfach nichts abschlagen, meine Freunde. Aber zuerst mal zuerst schauen, was die Quest ist, weil ich glaube, das ist ein bisschen hochstufig, oder? Ein Brennfieber war Level 3. Ja, why not? Dann holen wir uns die Quest zuerst, meine Freunde. So, dann müssen wir wohin? So, Phoebe. Dann gehen wir da um. Vielleicht können wir ein paar Schätze organisieren, meine Freunde. Wie schaut es eigentlich mit den Levels aus, meine Freunde? Mit den Levels. Ja, wir stehen kurz vor Level 4, meine Freunde. Dann können wir es dann schon langsam auch mit dem Söldi aufnehmen, oder? Da brauchen wir zuerst ein bisschen Reiter, meine Freunde. Bessere Items. Da ist das. Das ist ja das Tal der Toten, meine Freunde. Ja, so gut gemacht. Wow, das war schneller Ziel. Zack und weg. Mitten alles wieder. Ist da noch einer?
Ach, war Ikarus. Ikarus, danke, du bist der Beste. Du bist der Beste, Iki. Jawohl. Alter, der Toten. Da gibt's noch ein paar Schätze. Bei den Göttern. Was ist hier passiert? Aber echt, ist niedergebrannt worden, ausgeräuchert. Das ist irgendetwas. Hat irgendetwas gewütet. Aber es gibt noch ein paar Schätze. Vor Drachen, meine Freunde. Vor Drachen. Der Arme buckt sich ja nicht für ein paar Pennys. Aber ich buck mich. Komm rüber. Zieh ihn an. Macht mir nicht reich, aber ab und zu kommt doch Euro zusammen. Rein rechnerisch sollte man sich natürlich auch nicht putzen, das ist ja ganz klar. In einem Spiel. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Wenn wir euch nicht helfen, müssen wir die Krankheit mit eigener Hand bezwingen. Uns bleibt keine Wahl. Hilf uns! Er lässt uns nicht gehen. Was ist hier los? In Kausos griff die Seuche um sich. Die Leichenberge wurden zu groß. Die Krankheit breitete sich aus. Wir mussten eingreifen. Sie haben unsere Brüder getötet, die Nachbarn. Wir haben den Überfall überlebt und nun will er uns töten. Die Götter haben uns verlassen. Die Kranken müssen zu den Toten, wenn wir leben wollen. Ihr habt den ganzen Ort niedergebrannt? Wir beteten viele Nächte vergebens. Wir mussten handeln und das Brennfieber aus Kausos tilgen. Gibt es keine Hoffnung auf Heilung? Nichts hat geholfen. Weder Opfer noch Gebete. Die Heiler wollen nicht kommen. Die Soldaten lassen uns nicht gehen. Die Götter erhören uns nicht. Meine Freunde, wie es weitergeht, bis zum nächsten Mal.